Sauer! Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play, The Legend of Zelda. Twilight Princess, die wollte ich schon sagen, ne? Alles klar. Breath of the Wild, das bessere Zelda. Ja, letzten Part sind wir aus Dummheit verreckt, kann man so sagen. Und das, was wir jetzt letzte Mal gemacht haben, in dem Fall einen Sneak finden, das müssen wir jetzt in diesem Part nochmal machen. Ja, und einen Steak wirst du vermutlich auch nochmal finden. Sag ich mal voraus. Der Steak ist noch drin, aber die Fische nicht. Ja, mei, die Fische sind halt Fische, die haben Besseres zu tun, als sich von dir gefangen werden zu lassen. Glaub mir. Ich töte sie mit Ehre, ich schieße sie mit Pfeiler. Ja, das ist natürlich sehr schön, dass du das machst. Weißt du, andere Fische können nicht von sich behaupten, ich wurde schnell getroffen. Sondern ich wurde mit dem Köder gefangen. Das können die meisten nicht sagen. Ich glaube, Fische, wenn die tot sind, sagen die gar nichts mehr. Das ist eine sehr, sehr interessante Theorie. Und da ist dann Fisch auch wieder. So, zwei Hyrule-Bar-Schiffe. Hyrule-Bars, sehr schön. Über die Flasche zu. Sonst mehr du kannst mir die Flasche geben, sonst meist du Ende noch gegen die Wand oder so, weil du sauer bist. Du mich ich kenne dich. Ich hab das gleich so genommen. Ach nee, ne? Jetzt kommt wieder so eine. Oh Gott. Ich erschlag dich. Jetzt reicht's. Ran, nein, 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 du hast sie erlegt. Sehr schön. Das war total schwierig. Du kannst Fledermäuse erlegen. Ach. Applaus. Tja. So, vielleicht schaffst du es jetzt. Du hast jetzt zumindest Treffer, als ob das mal durch Bäume durchgeht, das Ding. Alter, das ist magisch. Jetzt hast du drei Versuche. Nee, das ist gut. Sobald ich da bin, stellt es sich quer. Ja, natürlich. So, vielleicht klappt's jetzt. Und jetzt ohne runterfallen drüber gehen. Ah, Blas, wir haben's geschafft. Applaus, und jetzt werden die Truhe öffnen. Eispfeile. Eispfeile, cool. Alter, richtig geil. Und was haben wir da? Feuerpfeile, auch cool. Ich hab noch zwei Leben. Hast du das beabsichtigt gemacht? Nein. Schau mal, ob die Sachen noch da sind. Ja, das ist alles noch da. Ich speichere. Mach das. Schau mal, vielleicht mal, ob jetzt wieder was in der Truhe drin ist. Nee, die sind immer noch leer. So, ich teste diesen Weg. So. Applaus, du hast drunter gesagt. Das weiß man nie. So, ich glaube, demnächst kann ich es mir nicht mit dem Wächter aufnehmen. Ich glaube, jetzt kann ich ihn besiegen. Ich meine, ich habe Bomben. Okay. Ich habe den ganzen meisten Scheiß. Dann würde ich sagen, hin teleportieren. Rein ins Nasse. So mögen wir es nass und spritzig. Oh, komm ich so auf. Ja, ich hab's gerade sehr gemerkt, dass das ist gesagt, da fett sind Scheiße ist. Verdammt nochmal, von das kleine Kinder zu vermutlich. Andererseits das Spiel ist so helfen, na gut. Ganz ehrlich, wenn 12-jähriges Wuchtel schon Sachen ab 18 sauen, dann werden 6-jähriges Wuchtel schon Sachen ab 12 sauen. So denn. Egal. Ist egal. So. Da sind wir wieder am Schrein. Der ist wichtig. Und. Questionnaire, wie komme ich wieder runter? Ja, spring doch mal. Ah, kletterst. Er ist runtergesprungen.
drin. Ja, das war's. Aber wie Link einfach mal über. Wie Link einfach mal über allem runterklettern kann, das ist. Das ist. Das könnte es nicht. Aber schau mal, wie geil es animiert ist mit dem Felsen ist. Guck mal, so überarmieren würde ich total verrückt. Hulala. Aber voll die Froschhände, aber so. Ja, aber. Ich wünschte, ich könnte auch so. Dran, so Gecko-Händen. Definitiv. Falls wir irgendwann Breath of the Wild mal Durst haben, werden wir uns Ocarina of Time widmen. Den Vorgänger, der auch so geil ist. Also der so N64-Zeiten so war wie jetzt das hier. Der wird danach kommen, darauf kannst du dich immer freuen. Genug Drohungen. Was haben wir hier? Diamant. Ein Spurtling. Auch cool. Yay. So, und jetzt sind wir gleich unten. Yay. Gay? Yay. Also, ich hab gay verstanden. I'm gay. Na dann. Nee, guck mal, da hinten war ein Schatztruhe. Oh, so Wüste, das sieht sehr schön aus, wenn der Graf. Oh, auf dem Wüstengelände freue ich mich. Was gibt's denn da alles für Gelände? Ich weiß voll gern, dass ich jetzt alles für Pfeile habe. Guck mal. Ja, du hast viele Pfeile. Und jetzt tust du dich den komischen Vieh vom vorverletzten Part oder so widmen. Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch den einfach nochmal anschauen. Leute, ne? Das könnt ihr. Apple. I have a pen. I have a apple pen. I have a... Halt doch deine Fresse. Yay, geschafft. Ich hab einen Apfel runtergeschossen. Wow. Du bist scheiße. Falsch. Ja, das wissen wir doch. Ich brauche es. Wir fangen dann an, müde zu werden. Das ist ein Gecko. So, da haben wir einen Baum, den fällen wir, um rüber zu kommen. Kluge Taktik. Man weiß nicht, es gibt so verschiedenes irgendwie. Verschiedene Items. Die sind eigentlich. Verschiedene Waffen, die sind eigentlich nur so arbeitsmäßig. Ey, wir machen eine Wette. Ich wette, dass du auf dem Versuch, da rüber zu gehen, über den Baum stumpf in Abgrund fällst. Was krieg ich, wenn du verlierst? 5 Cent. Etwas, aber. Immer ein etwas, ne? Ach komm, ich komm, geh da rüber. Andersrum gilt natürlich dasselbe. Ich könnte dich jetzt anschubsen, damit der absichtlich in. Und? Und? Ah, du wirst es schaffen. Ich bin vom Set reich. Das geht ums Prinzip. Das ist nein, das wäre geil. Ich hätte 100 Euro wetten sollen. Nee, aber 5 Cent. Sehr schön. Du kommst mit der Steuerung aus weißen Gesichten sehr gut zurecht. Aber glaub mir, ich war auch nicht viel besser. Du warst einfach kurz vorm Ziel, ne? Auf die letzten Meter. Ja. Und dann. Pff. Ah, ist ja nicht der alte Herr, den du gesucht hast. Und da ist der Vulkan. Der ist. Der sieht mies aus. Der bekommt später nochmal eine große Handlung. Aber erst mal Speichern. Ich hab ja keinen Bogen ausgerüstet. Aber Speichern mal lieber auch nochmal. Forscherstalber. Speichern kann man nie selten genug. Faustregel. Von mir. Keine Ahnung. Was weiß es? Daneben. Nein. Geflügel. Zwei Geflügel. Nein. Doch. Oh. So, jetzt probier ich mal aus zu kochen. Also ich bin leidenschaftlicher Koch. Nee, für den nächsten Part kann ich beim Bossfight gegen das komische Vieh angehen. Das kann ich. Guck mal, im Inventar sogar. Lol. Der sich ausruht. Sag mal lieber nichts dazu. Wollen wir jetzt auch die Beine nicht machen? Koch.
Dubiose Masche. Zensiert. Oh Gott. So. Damn it, das ist einfach zensiert. Scheint nicht giftig zu sein, aber Dick ist nichts für zart. Dick. Beseitete. Was ist das, weil er zensiert ist? Mega ist. Scheiße. Ich will gerne, dass deine Info. Es regeneriert ein Herz. Wir haben es offiziell Samstag. Lol. Hast du es gesehen? Was? Es war wie, als wäre das irgendwie so Zauber. Ja. Wir haben es offiziell Samstag. Harry Potter Zaubertrank. Sehr unbedingt. Das ist Harry Potter Zaubertrank. Oder der Zaubertrank von Asterix und Obelix. Obelix und Asterix. Obelix, Asterix. So, ich komme jetzt nochmal eine dubiose Matze. Matze, die Katze. Matze, falls du es haust, Preps gehen raus an das. Jetzt geht's zu weiter. So, wollen wir. Mama, du kochst hier zusammen mit einer. Mit Insekten! Nein! Sammelt Insekten. Ach man, Insekten, warum wollt ihr alle Insekten? Deshalb essen in China so viele Insekten, weil die geil sind. Das ist auch gerade irgendwie ganz ein Rad ab, oder? Nein, nein, wir sind in Thailand, sorry. Thailand, wir fressen wirklich Insekten, Heuschrecken und sowas. In Japan? Ich mach jetzt mal Geflügel mit einem Pilz. Geflügel mit Pilz. Und Gecko, nein. Nur Geflügel mit Pilz, Geflügel mit Pilz. Koche ich jetzt? Brauchst aber eine Soße dazu. Dann Reis. Und dann ist es Geflügelfrikassee. Richtig geil! LOL. 5 Herzen. Ja. Jetzt, hallo, wie willst du so kommentieren, wenn du sowas vom Mikro wegsitzt? Fuck this! Erklär mir das mal. 5 Herzen. Und diese. Da ist das Mikro und du stehst. Setz dich hin, sonst kommt der Pedobär. Das passt zu dir. Nein. Doch. Gut, sei es, was heißt. Ich beunruhige mich jetzt. Beunruhige mich. Okay. Du beunruhigst mich. Das ist scheiße. Jetzt koche ich einmal Lachs mit einem Apfel. Nein. Doch, so ein Hyrule-Fisch einfach. Hyrule-Fisch, das ist aber kein Lachs, mein Lieber. Ist mir egal, sieht aus wie Hecht oder sieht Lachs. Sieht aus wie Fisch. Ja. Oh, Junge. Sieht aus wie Fisch und weiter ist alles Nestle, Hähnchen. Dieser Frucht, dieser Fischspieß und so, sie sind beide so richtig geil. Ich gönn mir jetzt mal einen Fischspieß. Gönn dir einen Fischspieß. Essen. So, jetzt hört die Missy jetzt Essen. Mal wieder, sehr schön. Also. Da bin ich mal gespannt. Und den gibt's im nächsten Part, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.